Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, gerade im extrem Dreschmodus hier. Kommen irgendwie nicht hinterher mit Abfahren bei den drei großen Mähdrescher und Gerste. Keine Chance mit diesen kleinen Überladewagen. Die sind immer so ratzfatz voll, wenn einfach nicht genug Zeit finden, um die wieder leer zu kriegen. Geht mir ein bisschen zu schnell, aber ich denke, wenn der erst jetzt vorbeifährt, lädt er gleich automatisch hoffentlich in den LKW ab, wenn er da hinkommt. Müssen wir mal gucken. So, der dürfte jetzt auch jeden Moment leer sein. Fährt noch. Ich möchte jetzt mal kurz wieder nur die Traktoren haben, ein bisschen besser hin und her switchen können. Ja, wir arbeiten ja noch daran. Aktuell gibt es große Gerstennachfrage. Unser Ziel ist natürlich da noch ein bisschen Gewinn abzuschaffen, noch mal eine Ladung Gerste fertig zu kriegen. Das ist ja das letzte Gerstefeld, was wir haben. Da kommst du da hin, nicht ganz, ne? Ärgerlich. Oh nee, Gott, dann hätte er so schön zwischengepasst. Jetzt müssen wir den LKW gleich mal wieder umfahren. Ja, dann fahr weiter, wenn du ungeduldig bist. Nur sehen, dass der andere nicht zu nah rankommt. Lassen wir mal lieber weiterfahren. Ungeduldig, ungeduldig hier. Gibt's ja wohl nicht. Wie viel ist das eigentlich? Waren die anderen Felder echt nicht gedüngt oder haben wir hier auf einmal so viel Superertrag? Ist vielleicht doch tatsächlich die anderen Felder nicht gedüngt gewesen. Wirklich ist es ja. Ich sehe den gelben Drescher gar nicht mehr. So weit ist der schon weg. Na, da hinten kommt er. Ja, lad du mal schnell mal über. Wir holen uns mal wieder den anderen. Boah, schafft schon was, ne? Wenn die gleich nochmal rundherum sind, dann ist das hier schon echt überschaubar. Ja, mal sehen, wie lange, wie gesagt, wir für dieses Gerstefeld hier brauchen werden. Die Überladevariante, naja, macht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so den Fun hier. Dann lieber drei Traktoren, drei große Anhänger und gut, die man dann selber immer noch wegfahren muss, abfahren muss. Aber so kommen wir hier irgendwie nicht richtig hinterher. Ja, viel zu schnell. Ich muss echt nochmal wieder fahren üben. Ich muss wieder in die Fahrschule, glaube ich. Oh, der andere steht. Der steht auch schon wieder. Ja, noch nicht ganz, aber jeden Moment. Jetzt artet er echt ein bisschen in Stress aus hier, muss ich sagen. Ist nichts entspannt. Landwirtschaftssimulator. Zocken. Oh, das ist hier schon ein bisschen Akkordarbeit gerade.
Geschwindigkeit eingestellt. Ein bisschen schneller vielleicht noch so. Einmal kurz durchatmen, bis der dann hier leer ist. Ja, die sind auch schon wieder beide voll. Ich glaube das nicht. Was ist denn heute los hier? Also jetzt müssen wir aufpassen. Und dem nehmen wir mal so 6000 oder so ab. Wenn man schon mal ein ganzes Stück wieder weiterfahren kann. Und nicht sofort den gelben blockiert. Wir sind noch nicht einmal rundherum, ne? So, und ganz wichtig, dass wir den jetzt erstmal hier restlich aufnehmen können. War nicht ganz, aber fast. Nur 92, 93 und voll. Schon wieder. Wisst ihr was? Machen wir erstmal zwischendurch mit dem LKW. Ich komme diesem Abfahrsystem hier einfach gerade nicht klar. Der LKW ist zumindest ein bisschen schneller als die Traktoren. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber der Boden hier ist so verfestigt, dass wir auch mit dem LKW fahren können. Steht schon, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Na, endlich. Einfach noch mal ein bisschen vorfahren. Können wir uns den vielleicht holen? Ja, die schaffen ja auch echt was weg, ne? Also das ist jetzt erst die zweite Folge an dem großen Feld hier. Hat aber auch fast eine Folge lang gedauert, einmal rundherum zu kommen. Danach haben wir natürlich auch so ein bisschen am Stillstand. Dafür mein Geschmack dann doch ein bisschen zu viel war hier, zu viel des Guten. Von einer da haben wir gleich wieder die andere Richtung, das brauchen wir aber auch. Sonst verhackstücken die ganzen Mähdrescher sich hier wieder. Jetzt nichts, wir müssen erstmal zu dem nach vorne. Mich gerade in diesem Moment stehen geblieben. Und Stillstand ist gar nichts gut. Ich weiß nicht, ob der gelbe voll ist oder nur wartet, dass er um die Ecke fahren kann. Scheint voll zu sein. Da müssen wir zum LKW.
schlängeln wir uns mal am Mähdrescher vorbei. Hat einigermaßen, ja. Fragen wir, ob der jetzt schon leer ist oder nicht. Na, ich glaube nicht, weil der so langsam ist beim Abbuckern. Nervt ein bisschen. Und das andere, der erste Anhänger, der gleich voll ist, natürlich auch blöd. Bei den anderen, den dritten, kann man ja dann relativ gut mit dem Überladewagen befüllen. Da gehen wir einmal schnell rüber. Los, 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 los. Denn der mittlere hat schon wieder ein bisschen Bedarf. Okay, der wird jetzt nicht weiterfahren, weil der LKW im Weg steht. Ja, das ist, die Wenden hier nun mal nicht, die fahren am Stück die ganze Zeit, fahren auch echt gut. Schafft schon was, kann man ganz klar so sagen. So, schade, dass der Gelbe jetzt schon wieder so weit weg ist. Das können wir jetzt auch nicht ändern. So, hier noch schnell den Rest, bis er voll ist. Wir ihn erstmal hier stehen und kümmern uns um den LKW, damit der Gelbe weiterfährt. So, wir sind ganz gut. Ups, da ist ja noch was drin. Wir sind ganz gut im Rennen, würde ich behaupten, was das angeht, dass wir noch eine Ladung voll bekommen, bis die große Nachfrage beendet ist. Wir können auch mal gut Geld scheffeln. Hier sind ja schon 64% gefüllt. Ich meine, okay, mittlerweile haben wir auch schon ein ganzes Stück geschafft. Ich hätte auch den ersten Leben stellen können, aber ich lasse es gerade erstmal. Wo ist eigentlich der andere? Und wie viel hat der andere? Okay, ist leer. Hier macht er jetzt wieder ein bisschen Vorsprung, weil er natürlich in den nächsten Ecken wieder verlieren wird. Kommt ein bisschen drauf an, wie wir den am Laufen halten können. Gucken wir mal, und der hier war voll, dann müssen wir den mal daneben fahren. Und der Gelbe schleicht jetzt so langsam hinterher. Ich weiß gar nicht, wie viel da drüben drin ist. Ja, wir müssen natürlich hier im letzten Anhänger ausleeren. War wieder ein bisschen blöd gefahren. Was macht der andere? Ist auch voll. Dann lassen wir den erstmal hier stehen. Dann kommen wir mit dem LKW wieder hinterher. Mann, 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 der ist immer noch am Abladen. Da liegt schon gar nicht mehr so viel Kapazität hier. Okay, der Anhänger ist voll. Passiert nichts mehr. Der mittlere ist, glaube ich, noch ganz gut Platz. Der tankt ja auch langsamer ab als die Mähdrescher. Kein Wunder irgendwie.
dass wir uns damit selbst blockieren sozusagen und so ein Problem haben, das wir dann laufen lassen. Das ist jetzt ja gerade schon ein bisschen besser klappt. Aber da wir gleich erstmal wieder eine Ladung wegbringen müssen, ist schon absehbar, dass wir sie nicht die ganze Zeit durchgängig laufen lassen können. Also gerade die da hinten verhaken sich nicht ganz, oder? Okay, ist gut. Kann man gleich wieder ausklappen. Hier wechseln. 92% schon voll. 93, 94. Gott, ist so langsam. Beide Meter schon da hinten stehen. Und wir haben nicht mehr viel Kapazität. Ja, dann werden wir gleich ein bisschen Stillstand haben, aber erstmal unsere Ladung hier verkaufen. Man muss sagen, das Feld wird kleiner. Viel, viel kleiner. Naja, erst den ersten. Das passt eh nicht mehr alles rein hier. Und gleich hinter gelben, hinter dem Lars Lexion fest. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, weiter. Danke euch fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare und so Daumen hoch und natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Also, schönen Tag euch noch. Bis dann. Tschüss.